Hallo YouTube-Adsens hier, willkommen zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal. Es ist sehr lange her, dass ich gevloggt habe, aber jetzt dürfen wir wieder. Ich stehe vor der WM 2022 in Bochum und schaut doch einfach mal, was hier so alles los ist. Guten Morgen Leute, bei schönstem Wetter stehen hier ein Haufen Leute an der Schlange an. Um 9 Uhr geht die Location auf, ich hoffe das geht alles gut mit der Deckliste melden und dies und das über die Neuron App. Da hatten wir einige Probleme, ich hoffe sie sind darauf vorbereitet, dass wir das gelöst bekommen. Ich selber habe mich ja dann spontan am Donnerstag zu einem Deck entschieden, habe das mir noch Donnerstag aufgebaut und gestern geübt und alles zusammengebaut. Ein paar Karten brauche ich noch, aber ich bin guter Dinge, dass das läuft. Ich spiele Infernoids, aber mit neuen Engines. Ich spiele die Brave-Sache mit drin, ich spiele die Punks. Es ist eine gute Synergie mit dem Dark Ruler, ne, Chaos Ruler und dem The Vampire, den 8er Exit. Da melde ich einfach 9 Karten und dann geht's los. Ich bin mal gespannt, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das durchdacht haben. Und jetzt gucken wir erstmal rein. Runde 1 ist vorbei. Anmeldung ging gut, haben sie irgendwie alles gelöst. Und hier ist ich weiß es auch. Hallo, na, Tuchus geht's, YouTube, seid ihr gut drauf? Enrico auch gewonnen, Jörg auch gewonnen und er ist noch nachgekommen. Er spielt nicht mit. Und Wu hat leider verloren. Oh, Mann, so ein Loser, Wu. Voll Lüsse, ey. Und Skyzen geht direkt in den Drop rein. Draw. Wir sind 1800 Leute und ja, macht schon Spaß, mal wieder hier auf so einem Event zu sein. Ist zwar ein bisschen doof mit der Maske hier, aber ja, tut man nicht alles, damit man hier dabei sein kann. Aber das kriegt man schon hin. Ab und zu mal rausgehen. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt unter der Maske. Und da geht es gleich in Runde 2 Overtime, 25 Minuten. Rückmeldung aus dem schönen Bochum. Echt schönes Wetter. Wir haben es hier richtig fast zu warm. Ja. Runde 5 ging vorbei. Ich wollte euch mal ein Update geben. Also die Runden laufen so schnell hier durch, dass man gar nicht zum Film kommt. Aber jetzt habe ich mal 5 Minuten Zeit, um euch ein bisschen was zu erzählen. Zweite Runde hatte ich verloren gegen Flanderys. Dritte Runde verloren gegen Despia. Stand ich 1-3 und dachte so, nee, 1-2. Aber dachte so, das darf jetzt nicht noch schlimmer werden. Dann habe ich gewonnen gegen Despia und jetzt gegen 60 Karten Palio auch gewonnen. Also stehe ich 3-2, bin wieder auf Kurs. Möchte jetzt aber heute keins verlieren. 9 Runden werden gespielt. Das heißt, wir haben noch 4 vor uns. Das wird noch zackig hier. Leider gibt es diesmal bei der Location kein Essen, was als negativen Punkt, was ein bisschen schade ist, weil wir vom Bochum es gewohnt waren, dort mal Mittag ein paar Nudeln oder so zu essen. Mussten wir also letzte Runde ganz schnell zu einer Würstchenbude rennen, weil wir alle nichts im Rucksack wirklich hatten, außer Snacks. Haben da was bestellt, das hat ziemlich lange gedauert und sind dann mehr oder weniger zurück. Ganz flott und kam nach zur Runde 5. Ja, das schaut so aus. Quasis Kurs steht auch so im Mittelfeld noch dabei, aber kein, der jetzt wirklich raussticht. Und Tom Kleingräber, LCG, steht glaube ich gerade 5-0 oder 4-1, auch noch ganz gut dabei. Der hat Bock und ich melde mich später bestimmt nochmal. Ey, Jens, weißt du was toll ist? Ja, Mr. Mystic Mine. Ja. Ach, was soll ich jetzt sagen? Du stehst 3-2, das kannst du sagen. Ich bin abgefuckt gerade. Oh, warum? 15 Karten ziehen, keine Mine dabei. Oh, wie schade, dass du so ein Deck spielst. Ist halt ein gutes Deck, ne? Ich hätte das heute früh filmen müssen, wie du hier mit deinem Schlafanzug Bademantel rumrennst. Ist doch ganz normal, so muss es doch. Ja, es ist echt wie Rimini hier, ein Feeling. Oh, es ist viel zu warm. Es ist warm, aber es gibt kein Meer. Ja. Es gibt, doch, es gibt ein Meer. Es gibt nur noch ein Meer. Ein Meer aus Schweiß in dieser Halle. Ah, das ist eklig, ey. Ach Leute, ich bin es nicht mehr gewohnt, so langes Turnier mitzuspielen. Es wird langsam Abend. Wir haben glaube ich schon nach 21 Uhr jetzt noch eine Vorrunde vor uns. Ich hatte nach dem letzten Update gegen Flanderys meine Revanche gewonnen. Dann die Revanche gegen Despia gewonnen. Dann sah es so aus, dass ich für 4-2 stand. Dann habe ich gegen AOC verloren. Das war irgendwie überraschend nicht gut. Und jetzt habe ich gegen Despia noch mal verloren, also stehe ich jetzt 4-4. Eine Runde wird noch gespielt, die nehme ich auch noch mit, weil ich muss ja eh noch auf die anderen warten, die bei denen es besser steht. Und dann geht es noch hoffentlich irgendwo essen, wenn es nicht zu spät wird. Also wir kommen ja nicht vor 22 Uhr raus. Ist lange hingegangen in den Abend rein. Ja, aber mit vielen Leuten gequatscht, ist krass, dass ihr alle hier seid. Und das habe ich vermisst, also echt mal cool, so das Update von euch einzuhaben, wie es so nach 2 Jahren war. Und ja, jetzt sage ich mal, wünscht mir Glück für die letzte Runde, damit ich hier nicht negativ gehe. Motivierende Worte für die zwei. Die können noch Tag 2 kommen. Ja, Tag 2 sind wir safe.
die können auch toppen morgen. Noch. Was? Wir müssen halt alles gewinnen, ja. Striker und Salah. Und er ist verzweifelnd auch noch angekommen. War sogar angemeldet. Keine Stimme mehr. Ruht euch mal aus und dann hockt mal die letzte Runde noch. Jetzt komme ich gerade dazu, den Vlog zu schneiden, 2 Tage nach DM. Glückwunsch an Herrn Hartmann für den Sieg. Und schade für Ernst von LCG, dass er nicht gewonnen hat. Aber er war ein Ehrenmann im Finale, er hat nicht auf Zeit gespielt, war ganz gut. Auf jeden Fall ist mir gerade aufgefallen, ich habe ja dann am Sonntag gar nichts mehr gefehlt. Aber Sonntag war auch demzufolge nicht großartig viel passiert bei uns. Runde 9 am Samstag kam mein Gegner nicht, habe ich gewonnen, stand also nach Tag 1 5-4. An Tag 2 kam Runde 10 mein Gegner auch nicht, stand ich 6-4. Und in der letzten Runde habe ich gegen einen gespielt, der sich mit dem Timeout nicht auskannte, wo ich eigentlich davon ausging, Leute, die eine DM mitspielen, auch zum ersten Mal, aber nach 11 Runden weiß man vielleicht, wie das funktioniert. War ganz lustig, das möchte ich euch mal noch erzählen zum Abschluss von dem Vlog. Und zwar spiele ich gegen Despia mit Eltlich, genau, und er gewinnt die erste Runde, weil er war ein starker Move, den er gebracht hat, hatte ich gar keine Chance. Spiel 2 lasse ich ihn anfangen, clear was mit Lightning Storm, mache ihm 7000 Schaden und wir hatten gleich noch 8 Minuten auf der Uhr oder so und er ist dran, er spielt aber richtig langsam, baut aber Ressourcen auf, dann bin ich nochmal dran, dann hat er nochmal eine Minute, ich denke, jetzt macht er mich fertig, weil er hat mehr Ressourcen und so und er spielt einfach seine Mainphase runter und dann war Timeout, er hätte längst mal angreifen können, dann sollten wir noch Schaden machen können, mich auch vielleicht töten können und ja, Timeout wird ausgerufen und er gibt bei der Hand und sagt, sorry. Ich so, ja, wir hätten hier auch noch ins dritte Spiel gehen können, wenn du nicht vorbeigehst, dann hätten wir kein Tor. Er so, wieso Tor? Ich habe doch gewonnen, ich habe das erste gewonnen. Ich so, naja, wir müssen das zweite beenden. Also das heißt, ich habe mehr Punkte, also gewinne ich das zweite, steht insgesamt 1-1, ist das also ein Tor. Ach so, sagt er zu mir, das habe ich so nicht gewusst. Sollte man sich vielleicht vorher informieren. Dann habe ich gesagt, naja, dann tragen wir uns jetzt den Tor ein, der uns eigentlich in der letzten Runde nichts bringt mit 6-4-1, aber gut, dann ist das gegessen und du hast was gelernt für dein nächstes großes Event. Kann ja auch mal nicht schaden, dann so voranzukommen in seinem Turnierleben. Auf jeden Fall, warum habe ich Tag 2 noch zu Ende gespielt? Es hieß, alle dürfen Tag 2 mitspielen. Das war schon mal ganz cool, weil ich bin ja nach Bochum gefahren, um mal wieder zu zocken. Dass ich dann 2 Freewins habe, gut, kann man nicht beeinflussen. Hätte ich lieber nicht gehabt, ich hätte lieber gezockt. Mein Bruder hat es noch anders getroffen. Ich glaube, der hatte 4 oder 5 Freewins in Runde 1, 7, 9... und 10 oder so, also 4 Stück, weil die Gegner irgendwie nicht da waren. Wahrscheinlich auch durch die Online-Tickets, dass die nicht storniert wurden und da haben Leute vor 2 Monaten die Online-Tickets bestellt, konnten nicht anreisen, waren trotzdem im Turnierbaum mit drin und Leute dann nach der 8. Runde vielleicht gegangen sind, weil sie noch essen wollten oder am Tag 2 doch nicht mitspielen wollten, also sich nicht getroppt haben. Kann alles passieren. Das waren auf jeden Fall viele Freewins an beiden Tagen, die man so überall mitbekommen hat. Und wir waren Samstag dann nur noch schnell einen Döner essen, weil es schon 11:30 war, als wir im Hotel angekommen sind. Und Samstag mussten wir auch schon 12:30 losfahren, weil unsere Leipziger ihren Aufstieg vom Fußballverein noch feiern wollten. Deswegen hatte ich da nur noch die letzten 2 Vorrunden gespielt und das war es dann auch. Ja, letztendlich 6-4-1. Morgen möchte ich mal dann noch ein Deckprofil für euch hochladen. Nachher kommt noch ein Deckprofil vom Smitty, vom Alexander, der Top 64 kam. Der hat mich gefragt, ob ich das noch machen möchte. Hätte ich auch gerne vor Ort gemacht, hätte ich mehr Zeit gehabt. Aber so holen wir das jetzt mal noch nach über Discord. Ich hoffe, das funktioniert nachher alles. Es war auf jeden Fall richtig cool mit euch allen. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nichts vergessen. Wir sehen uns wahrscheinlich bei der EM. Genau den Punkt wollte ich noch erwähnen, warum ich Tag 2 noch zu Ende spielen wollte. Weil ja über 180 Quali-Plätze bei 1800 Leuten vergeben wurden. Und die Qualifikation von 2019 zu 20 für EM 2020 ja immer noch gegolten haben und deswegen wahrscheinlich, wie ich sag mal, die ersten 400 Plätze bestimmt nachgereicht bekommen, die Quali. Und da falle ich dann hoffentlich rein mit dem 6-4-1. Ich habe noch keine Final Standings online gefunden, könnte ich jetzt mal nachgucken. Auf jeden Fall hätte ich so dann meine Quali für dieses Jahr EM, falls eine ist. Die wurde ja noch nicht komplett angekündigt mit Datum und Ort. Das kommt hoffentlich demnächst, damit wir mal was planen und buchen können. Und ja, vielleicht bin ich dann da mit dabei und wir können es da wiedersehen. Genug gequatscht. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ich habe gemerkt, so richtig Vlogging-mäßig bin ich da ein bisschen aus der Reihe raus, weil ich das gar nicht mehr gewohnt bin, wie und was ich was filmen möchte. Oder Interviews mit Leuten filmen. Es waren aber auch so viele Leute da, mit denen ich einfach nur quatschen wollte, ohne Kamera. Ne? Also, macht's gut. Lasst ein Abo oder Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Jens.